Hallo meine lieben Kreativlinge, ich hoffe mein Handy nimmt jetzt auf, es hat jetzt gerade wieder Zicken gemacht. Ich mache oder möchte mit euch heute wieder eine Karte basteln mit Actionstandschablonen. Und zwar mit denen hier. Das ist aus dem Set hier, also nicht das, aber dieses Set. Und das Ganze schaut so aus. Ich glaube, die Idee habe ich aus Pinterest. Das liegt auch schon länger hier. Ich sage es ist Wahnsinn. Ich muss halt sehen, wie es hier ausschaut. Aber so langsam wird es. Mein Stapel hier wird weniger. Okay, fangen wir an. Ich habe schon gar keinen Platz mehr. Ich nehme ja gern die Kartenrohlinge vom Action, da diese Metallic. Die brauche ich nur in der Mitte falten. Und ich habe keine Bruchstellen, also naja, doch. Egal, es ist das erste Mal, dass ich eine tatsächliche Bruchstelle habe. Ich habe jetzt aber auch die neuen benutzt, sonst habe ich immer die alten in der Plastikverpackung genutzt. Hatte ich jetzt nur welche, jetzt habe ich die neuen in der Papierverpackung. So, dann nehme ich einmal Vintage-Foto und ja, schmier mir den Rand quasi damit ein. Braucht auch nicht ordentlich sein oder so. Aber einmal so. So. Ich habe das einmal schon ausgestanzt, weil sonst, ja, ich habe eigentlich schon alles ausgestanzt, sonst würde es viel zu lang dauern. Und da mache ich dasselbe. Da wird einmal der Rand eingeinkt. Und dann gehe ich nochmal so hier drüber. Braucht auch nicht ordentlich sein. Das ist völlig egal. Das ist ja schön bei Vintage. Das muss ja nicht ordentlich und perfekt sein. Muss ja nicht immer, also egal bei was, muss ja nicht perfekt sein, ne? So, das. Lege ich mir zur Seite. Dann habe ich schon mal was vorbereitet für ein Kuddelmuddel wieder für die Postkarte. Hier hinten habe ich ein Stück Cardstock genommen in den Maßen 5 x 7,5. Muss ich mir noch zurechtschneiden. Es ist schief. Da runde ich mir die Ecken ab. So. Und auch hier gehe ich wieder mit dem Vintage-Foto einmal drüber. Und auch hier noch einmal so ein bisschen. Und dann, wo habe ich es denn jetzt? Habe ich hier so einen Hintergrundstempel, so einen Schriftzug. Den nutze ich jetzt. Und schwarze Farbe. Da stempel ich jetzt einmal die Hälfte. Das hat jetzt nicht so toll funktioniert. Aber gut. Und einmal hier. So. Dann mache ich mal so sauber. Und dann nehme ich einen schwarzen Fineliner und ziehe mir dann da eine Linie, dass es ausschaut wie eine Postkarte. Das kann ich mir schon mal auf meinen Untergrund kleben. Was weg ist, ist weg. Oder verstopft. So.
So ein bisschen schräg. Okay, dann ist das weg. Und ich habe hier schon mal alles ausgestanzt. Und die Briefumschläge, die tue ich auch ebenfalls mit Vintage Foto einfärben. Einmal habe ich den hier ausgestanzt. Der wird einmal eingefärbt. Und auch hier so ein bisschen. Und dann mache ich auf der Rückseite einmal oben und einmal unten. Der mittlere Teil klebt dann. Dann das hier. Mache ich hier den unteren Teil von der schönen Seite. Und auch das färbe ich mir ein wenig ein. Und den oberen Teil. Und bei der mache ich dasselbe. So. Ich habe extra mal wieder meine Dinger da rausgekramt. So, das eine, was wir nur so ein bisschen eingefärbt haben, das wird jetzt zusammengeklebt. Einmal hier in der Mitte Kleber. Das war's schon. So, das hier, das färbe ich mit Walnut, also dieses dunkle Braun. Das ist nochmal ein Tick dunkler wie das Vintage Foto. Weil mit Vintage Foto habe ich probiert, es gleicht sich fast. Das ist wenig schade. Aber egal. So, da hier auch nochmal. Ja, viel erklären brauche ich nicht. Ist halt, ja. So. Das. Und dann klebe ich mir schon mal den Briefkasten zusammen. Und dann kann man eigentlich fast schon das, ja doch, kann man eigentlich schon zusammenbauen, so langsam. Jetzt haben wir zumindest unsere Einzelteile hier weg. So, dann den Fuß. Schauen, dass ich gerade bin. Und dann die Briefumschläge. Die werden auch da reingeklebt und zwar schiebe ich mir die so ein bisschen da unten drunter, wenn es dann wieder aufgehen möchte. So. Also ja, Flüssigkleber halt, ne? So, da muss ich noch das Herz rausmachen. Und dann mache ich hier auf dem Eck ein bisschen Kleber drauf. Und dann schiebe ich mir den ebenfalls da unten drunter. Und dann schaut das Ganze einmal so aus. Das kann man theoretisch auch schon mal einmal aufkleben. Und dann ist das schon mal aus die Füße. Schaut ein bisschen aus wie so ein Eis am Stiel, oder? So. Okay, dann das, was wir hier ja, ne, bearbeitet haben. Dann nehme ich auch nochmal mein Schriftzug, mache da auch nochmal ein wenig schwarze Stempelfarbe drauf und drücke mein Teil da rein und dann habe ich nämlich einen beschrifteten Brief. Dann kann das nämlich auch weg, der Stempel. Dann wird es so langsam hoffentlich wieder Ordnung. Ah ne, das brauche ich nochmal. Okay. Dann kann ich mir den auch schon mal aufkleben. Ich hoffe, das ist jetzt soweit trocken. Kann ich nochmal umknicken.
Und nur auf dem mittleren Teil mache ich jetzt Kleber drauf und klebe den mir da so hin. Deswegen haben wir auch quasi hier und hier oben wenn geinkt, damit man, wenn man das umklappen sollte, ne, damit man das auch sieht. So, da la. Dann habe ich glaube, das sind die aus dem Action, habe ich schon mal angefangen abzustempeln. Zeige ich euch, wie ich das gemacht habe. Habe ich mit Morning Mist die Buchstaben rausgesucht, Post in dem Fall. Bin da einmal rein, habe das einmal abgestempelt. Und dann hier abgestempelt. Und so ist es nicht ganz so extrem schwarz, sondern ja, weil das Morning Mist ist auch relativ dunkel, finde ich. So, das schneide ich mir jetzt weg. Entschuldigt. Kuddelmuddel wieder hier. Wobei ich erst einmal hier unten abschneide. Die Buchstaben müssen auch überhaupt nicht gerade sein. Ich habe meine zum Beispiel hier extra versetzt, so ein bisschen schief gestempelt. So. Das habe ich mir jetzt eingesaut, aber egal. Schneide ich ab den Rest. Und auch hier wieder gehe ich mit Vintage Foto einmal drüber. So. Und dann nehme ich einmal Rainforest. Und hier sind so Kleckse dabei. Ich glaube, das, oh, wie heißen die Firma? Viva Decor. Schon ganz lang das Stempelset. Das glaube ich war mein erstes Hintergrundstempelset. Auch hier mache ich das nochmal abtipsen. Mein Mann mobbt mich. Also einmal abstempeln und dann hier kurz abdrücken und dann haben wir so gesprenkelte Hintergrund. Ist aber nicht so kräftig, wobei das schon relativ kräftig ist. Ich kriege gerade einen Frosch im Hals. Vor lauter Reden. Ich weiß gar nicht, wie viele Videos ich heute aufgenommen habe. Aber es wird weniger. So, da mache ich mir 3D-Pads drauf. Das kann schon mal weg. Weg. Also ein 3D-Pad. Klebe ich auch absichtlich ein bisschen schief hin. Und hier mache ich mir auch ein 3D-Pad drauf. Beziehungsweise, ja doch, 3D-Streifen, wie auch immer. Und dann kommt es auf meine Grundkarte. Und dann sind wir auch schon fertig mit unserer Vintage-Karte. Man könnte da jetzt wirklich noch eine kleine geheime Botschaft reinschreiben und das dann, keine Ahnung, mit dem Glutdot oder so zumachen. Aber ich finde es an sich auch so eine süße Idee. Und ja. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich räume jetzt mal erstmal auf. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin sage ich Tschüss, wünsche euch eine schöne kreative Zeit und bleibt gesund. Bye, bye.